Ich habe ja das große Glück, dass ich selber auch mal teilnehmen durfte und da gleich den Unterschied erfahren habe, dass ihr eben nicht uns da komplizierte Techniken beigebracht habt, sondern dass es tatsächlich ein eher anderer Ansatz ist. Das ist richtig. Der Ansatz oder die Idee, die wir verfolgen, sagt, dass spezielle Techniken oder sowas in der Ernstsituation kaum umzusetzen sind. Das wird zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Das heißt, ich muss ein Mindset mir selber zugestehen, dass ich überhaupt bereit bin, eine Gegenwehr überhaupt durchzuführen. Mhm. Und daran arbeiten. Wir arbeiten mit einer Methode, nennt sich Emotion und Action-Based Training. Mhm. Das heißt also das erfahrungsbasierte Lernen wie Learning by Doing. Aber wir packen da eine Portion Emotion mit rein, weil nur mit der Emotion haben wir den direkten Link auf die Festplatte. Das heißt, wir brauchen keine zigtausend Wiederholungen, um irgendeine kleine Nachricht zu verankern, sondern aufgrund dessen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer sehr emotionalen hohen Basis sind, auf einem hohen Niveau sind, können wir Lehrinhalte oder kleine Basics direkt transportieren und die bleiben dauerhaft da. Mhm. Zum Beispiel, wenn wirst du dich mit Sicherheit an das schlechteste Ereignis in deinem Leben immer erinnern, egal wie alt du wirst, und an das Beste auch. Du wirst dich mit Sicherheit an die Geburt deiner Tochter dein ganzes Leben lang erinnern. Ich möchte nicht sagen, ob das das Schlechteste oder das Beste war. Also beides, der Geburtsvorgang. Beides, mit Sicherheit ein entscheidendes Ereignis. Aber eine kurze Zwischenfrage. Was ist denn die Standardreaktion eines Menschen, dem Gewalt begegnet? Du sagst, das meiste wird sowieso nicht abgerufen werden können im Ernstfall. Was ist denn so die Standardreaktionsweise eines Menschen, dem Gewalt begegnet? Also ich habe grundsätzlich habe ich zwei Sachen, die mir passieren können. Einmal friere ich ein, ich bin zu gar nichts mehr fähig. Die zweite Variante ist, ich werde aktiv. Da gibt es auch zwei Varianten. Entweder gehe ich nach vorne, mache einen Angriff oder ich fliehe. Tendenziell sind wir eigentlich darauf gepolt, irgendwelchen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das heißt, tendenziell sind wir darauf gepolt, zu fliehen. Mhm. Sie fight or flight. Fight or flight, genau, exakt. Mhm. Mhm. Okay. Die drei Sachen habe ich. Aber ich habe auch noch das Problem, dass ich also Schock gefrieren kann. Mhm. Wenn mich die Situation überfordert, in meinem Körper passiert ja einiges, wenn ich in eine gewaltaufgeladene Situation komme, reagiert ja mein Körper. Er schüttet Hormone aus, mein Herz geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, geht meine Herzschlagrate hoch und dann habe ich ein brutales Problem, weil meine ganz normalen Sinne funktionieren nicht mehr. Mhm. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Vergewaltigungen auch klappen in den meisten Fällen dann. Ja, weil gut, es dort keine Gegenwehr gibt. Es gibt keine Gegenwehr, das kann ich jetzt nicht machen. Es sind sehr viele Sachen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, dass das immer klappt. Mhm. Sind viele, viele kleine Puzzleteilchen, die dazu ein Ergebnis bringen oder kein Ergebnis bringen. Aber wie kamst du denn auf die Idee, dass dieser Ansatz der bessere Ansatz ist? Weil du hast ja selber, ich weiß nicht, 100 Jahre gefühlt. Danke, hast du, danke. Nicht, dass du so alt bist. Oh je, das schneiden wir raus. Nein, du hast ja eine Kampfsport-Vergangenheit, ja, wenn man das so sagen Ich habe eine lange Kampfsport-Vergangenheit. Ich habe 30 Jahre Taekwondo gemacht, habe auch noch Allkampf hierzu gemacht. Ich habe auch die Welt bereist, habe einige Kampfsportstile mir angeschaut, habe da auch aktiv mittrainiert, habe mir sehr viele Sachen angeschaut und hatte dann auch einige Situationen in meinem eigenen Leben, wo ich dann gemerkt habe, du hast unheimlich viel trainiert. Dein Körper ist fit, dein Geist ist fit, aber da fehlt noch was. Und da ist einfach diese mentale Stärke, die du irgendwo noch haben musst, die brauchst du auf jeden Fall in einem Konflikt, wenn es dazu kommt, auch. Und es ist nicht gesagt, dass wenn du ein toller Kampfsportler bist, dass du performst. Das steht auf einem anderen Blatt.